So, hallo auf meinem Kanal Kai in Thailand. Heute will ich ein bisschen was über Visa erzählen. Und zwar gab es da ja ein paar Vorstöße, hat man gelesen in den Medien. Und einmal ging es darum, Visa-Verschärfungen. Jetzt geht es wieder darum, um Visa-Erleichterungen. Und ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen. Natürlich für mich auch interessant. Ich muss ja wissen, um was es geht. Ich lebe ja hier in Thailand und wenn ihr hier einen Urlaub machen wollt in Thailand oder auch hier leben wollt, ist es sicherlich auch interessant für euch. Und da geht es ja zum Teil um Jahresvisa oder dann eben Visa on Arrival. Und da sage ich euch mal ein bisschen was dazu. Versucht es aber auch meiner Meinung nach ein bisschen, wie ich das sehe. Was anders kann ich ja sowieso nicht sagen, kann ich ja nur sagen, wie ich das sehe und wie sich es jetzt für mich darstellt. Vor einer gewissen Zeit kamen Nachrichten auf und zwar hat ein gewisser Big Joke, nennt er sich, den richtigen Namen kann ich gar nicht sagen, ist ein ranghoher Polizist in Thailand, nicht ganz unumstritten, muss man auch ehrlich sein, hat aber irgendwie auch einen guten Draht immer nach Bangkok gehabt, in die Regierungen. Und von daher wird da schon ein bisschen drauf gehört, sicherlich, ich bin mal ganz sicher, dass da schon gehört wird, was der gute Mann zu sagen hat. Und da ging es darum, im Prinzip hat er ein Interview gegeben, in dem er Verschärfungen fordert für Jahresvisa. Und zwar, ja, wurde gar nicht genauer erörtert, meines Wissens, was für Verschärfungen das es sein sollen in den letzten Jahren, wenn denn dann da Verschärfungen kamen, war es halt meistens dann die Erhöhung der Summe, der Geldsumme. Das heißt, das ging dann eine Weile viral irgendwie und hat man aber jetzt auch nichts mehr gehört. Ich meine, jetzt im Moment ist eine neue Regierung ins Amt gekommen. Er hat damals gesagt, der Polizist, sobald die Regierung ins Amt kommt, wird er da einen Antrag einbringen. Dann wird darüber entschieden werden oder sollte bitte darüber entschieden werden, und zwar um die Kriminalität einzudämmen. Das denke ich einfach, einfach nur eine Geldsumme erhöhen, wenn denn dann so wäre, dann werde ich keine Kriminalität eindämmen, sondern ich mache es alle anderen einfach nur schwerer, die sich vernünftig und rechtmäßig im Land aufhalten und ihr Visum auch jedes Mal legal machen. Also von daher, das ist mir nicht ganz klar gewesen. Aber ich habe jetzt auch seit einiger Zeit, habe da auch aufgrund dessen dann auch die Nachrichten ein bisschen verfolgt. Aber da kam einfach gar nichts mehr. Man weiß es nicht im Moment. Ich meine, das kann sein, dass das irgendwann wieder kommt, wieder auf den Tisch kommt. Aber im Moment hat man da nichts mehr davon gehört. Und das finde ich natürlich auch ganz beruhigend. Ich meine, ich muss sagen, ich habe ja vor kurzem auch ein Video reingestellt. Könnt ihr gerne mal hier schauen. Beantragung von meinem Visum, Jahresvisum. Oder es ist kein Jahresvisum, ist ja eigentlich eine Extension of Stay, nennt sich das. Wurde ich ein paar Mal korrigiert. Stimmt auch, ist richtig. Das Ding nennt sich Extension of Stay. Muss es aber trotzdem jedes Jahr neu beantragen. Und von daher, ich sage halt einfachheitshalber dann oftmals Jahresvisum. Habe ich ohne Probleme auch bekommen. Habe das jetzt gestern abgeholt, habe dann einen Monat drauf warten müssen. Ist eigentlich jedes Jahr so, also von daher kein Thema. Also war auch keine Diskussion, war echt easy. Man muss auch sagen, hier die Immigration in Phangan ist wirklich sehr hilfsbereit, sehr freundlich, wenn du deine Papiere da alle bringst. Hast du eh keine Probleme. Also mag sein, dass das in anderen Immigrations im Lande vielleicht dem ein oder anderen seine Erfahrungen anders sind. Also bei mir hier in Phangan eigentlich immer problemlos. Und wie gesagt, das kann ich natürlich jetzt auch sagen, bis jetzt hat sich da auch nichts verändert. Weil wenn, dann hätte ich das jetzt direkt erfahren. Keinerlei Veränderungen bis jetzt, auch die letzten Wochen, nichts mehr davon gelesen. Da kann ich euch ein bisschen die Angst nehmen. Und ich denke auch, man muss ja ehrlich sein, ich glaube, die neue Regierung hat im Moment auch andere Probleme. Wobei man sagen muss, es war jetzt am 26. August der neue Premierminister, muss man kurz nachschauen, wie der Mann heißt, kann man noch nicht genau merken, Srettha Thavisin. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen, muss ja ehrlich sein. Deswegen sind mir diese Kürzel, die meistens gibt es ja dann Nicknames, sind mir immer am liebsten. Und auf jeden Fall, dieser besagte Ministerpräsident, der neue, war jetzt am 26. August hier in Phangan, hat sich mit Vertretern der Tourismusbranche getroffen,
wer auch immer das ist, weiß ich nicht genau, wer da dabei war. Sicherlich verschiedene Hotelbesitzer, Anbieter, Manager, aber auch sicherlich von den Ministerien einige dabei gewesen. Kann ich nicht sagen, wer dabei war, aber ich weiß, dass es darauf hinauslief, dass er sich das halt angehört hat, was für Wünsche die haben, um eben den Tourismussektor wieder voranzubringen, wieder zu beleben. Wir haben ja durch Corona, hat es schon schwer gelitten, muss man ganz ehrlich sein, ist natürlich jetzt gar nicht so schlecht gewesen, die letzte Saison. Im Moment sind auch Leute da, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein positives Zeichen, dass man sagt, okay, man möchte den Tourismussektor beleben, weil ist halt auch ein relativ großer Prozentsatz vom Bruttoinlandsprodukt in Thailand und bringt Devisen ins Land. Im Zuge dazu wurde zum Beispiel gefordert, dass die chinesischen, indischen und russischen Staatsbürger kein Visum mehr brauchen. Das hat er allerdings scheinbar, so wie ich das gelesen habe, abgelehnt. Weil klar, das wären Sicherheitsbedenken, die er da äußert. Also das wird wahrscheinlich so nicht kommen. Dann ging es darum, inwieweit das im Moment ein Thema ist. Aber da habe ich auch letzthin schon mal ein Video gemacht über Gesundheit. Und zwar ging es um Wellness und Gesundheitsurlaub. Da könnt ihr mal hier schauen. Hat mit Wellness nichts zu tun, aber Gesundheit. Und das ist das, was ich gemeint habe in dem Video. Also die Gesundheitsversorgung hier in Thailand ist doch sehr hoch. Man hat auch vor Jahren hat man den Gesundheitstourismus ins Leben gerufen. Hat dabei, ist aber schon relativ lange her, tatsächlich hauptsächlich Bangkok meines Wissens, gute Ärzte in den Privatkliniken rekrutiert und dann auch aus dem Ausland, um kranke Menschen hierher zu locken, die dann quasi, oder herlocken hört sich so negativ an, nee, aber die sich hier einfach gut behandeln lassen können. Also von daher, da kann man schon dran erkennen, dass das ein wichtiges Thema in Thailand ist und die Versorgung halt auch sehr gut ist. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, klickt mal auf den Link da oben. Aber Wellness, keine Ahnung, was da alles mit reinfällt, das werden wir dann sehen, was sich da tut. Aber ich finde es sehr positiv, dass das ein Thema für ihn ist und auch wir hatten ja letzte Saison nach Corona, war so quasi die erste Saison für uns, die wieder gut funktioniert hat. Da war ja das Visa on Arrival zum Beispiel von 30 Tage auf 45 Tage verlängert worden. Da waren dann, musste man quasi Visa on Arrival, kriegst halt einen Stempel rein. Für die, die es nicht wissen, erkläre es kurz. Das heißt ein visafreie Einreise nach Thailand. Und das nennt sich Visa on Arrival. Alles andere, was über 30 Tage geht, braucht man dann entweder Touristenvisa oder was auch immer für ein Visum für sich, die im Übrigen jetzt alle online zu beantragen sind. Also du kannst nicht einfach irgendwie auf eine Botschaft gehen in deinem Heimatland oder ein Honorarkonsulat und sagen, ich brauche ein Visum, das muss man mittlerweile alles online beantragen. Aber ist ein anderes Thema. Und da ist jetzt der Vorstoß gewesen, statt diese 30 Tage Visa on Arrival auf 90 Tage zu verlängern. Und jetzt, wenn man zurückschaut ins letzte Jahr, diese 45 Tage haben nicht alle ausgenutzt, natürlich. Aber es waren bei uns auch Gäste da, 32, 35 Tage, wie auch immer. Und das ist natürlich dann relativ problemlos. Und da finde ich es auch super, weil klar, wegen 3, 4, 5 Tagen brauchst du dann kein Visa beantragen, was ja auch immer ja größerer Aufwand ist und ein Kostenfaktor und somit ist es dann relativ einfach. Wobei das jetzt auch im Moment nur im Gespräch ist und nur angefragt ist, was daraus wird, weiß man auch nicht. Aber der Tourismus liegt im Moment tatsächlich im Fokus scheinbar der neuen Regierung. So, ich hoffe, ihr hattet damit ein bisschen einen Eindruck. Ich grundsätzlich finde es eigentlich gut, dass man hier was macht. Auch die Provinz Panga hat es ja auch verdient, ein bisschen vorwärts gebracht zu werden, weil es ja wirklich eine wunderschöne Provinz ist. Da wird auch Fokus, man Phuket und was weiß ich, Hua Hin, Samui und so weiter, die brauchen da diese Werbung für den Tourismus nicht unbedingt. Es soll aber auch für andere Regionen mehr an Werbung rauskommen. Und ich bin immer gespannt. Wie gesagt, weder das eine, was die Visa-Verschärfungen angeht, noch das andere, was die Visa-on-Arrival-Erleichterung angeht, ist beides nicht durch.
ist jetzt erst einmal nur in den Medien gewesen. Und ich denke mal, einfach cool bleiben, abwarten. Also meiner Meinung nach sollte man vom Ist-Zustand ausgehen. Und es ist beim einen Visa fürs Jahr genauso wie für diese 90 Tage, hat sich nichts verändert. Also von daher, cool bleiben, weiterhin beobachten. Wenn ich da was höre, dann lasse euch das wissen. Und ansonsten freut mich, wenn ihr das angeschaut habt, würde mir auch freuen, wenn ihr mal hier seid in Kaolack, selber bei uns im Artit-Garten vorbeikommt, Restaurant gerne mal unterhalten. Wir haben ab 17 Uhr geöffnet, von Montag bis Donnerstags. Freue mich immer, neue Leute kennenzulernen. Und jetzt kommt Wind auf und es wird stürmischer. Wahrscheinlich kriegen wir auch gleich Regen. Ist halt einfach Regenzeit. Okay, ich hoffe, das war für euch ein bisschen interessant. Daumen rauf, Abo dalassen und bis bald in Heiland. Tschüss.